Hallöchen, hier sind wir wieder auf der schönen Citadel. Mal schauen, nachdem wir dem Doktor geholfen haben, was uns noch so erwartet. Auf jeden Fall muss ich ja noch ins in Kors Nest. Da sollen wir ja noch in die Bar. So viel weiß ich noch. Ah ne, Leute, haben wir schon mal gemacht. Sexy Pool Dance. Hey, ich bin sofort bei Ihnen. Ich muss mit Ihnen über Ihre Arbeit für die Zitadellsicherheit reden. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Wenn Sie nichts dagegen haben, kümmere ich mich jetzt um meine Kunden. Das ist kein Spiel, Jenna. Diese Leute sind gefährlich. Jetzt klingen Sie wie meine Schwester. Warum machen sich alle Sorgen um mich? Ich kann auf mich aufpassen. Ich muss gehen. Ich bin keine Stripperin und werde nicht dafür bezahlt, rumzustehen und gut auszusehen. Sie tut so, als wäre sie tapfer. Okay. Ich habe zu tun. Die anderen Kellnerinnen können Ihnen helfen. Ich habe hier zu tun. Aber verschwinden Sie. Ich will mich nicht unterhalten. Nicht jetzt. Ich sehe mir die Show an. Okay. Da geht's nicht rein. Wir haben versucht, mit ihr zu reden. Oh. Treffen Sie mich an der Citadel Sicherheitsakademie, wenn Sie Fragen über Jenna haben. Was haben Sie eben gesagt? Hauen Sie ab, ich habe Ihnen nichts getan. Verdammte Neulinge denken, sie könnten sich alles erlauben. Das war also, seltsam. Was wollte er uns sagen? Das sollten wir lieber herausfinden. Okay. Dann mal zur Zitadelle der Sicherheit, würde ich sagen. Wollte ich hin? Nee, nicht. Na, egal. Genau, brumm, brumm. Bin ich schon unten? Mal auf die Karte kicken. Okay, da hinten. Das kriegen wir hin. Ich hoffe, ich nehme die richtige Richtung. Okay, ja. Ich bin Detective Chalik. Kommen Sie mit in mein Büro. Ich würde das gerne unter vier Augen besprechen. Nichts für ungut, Commander, aber was haben Sie sich nur dabei gedacht? Ich verstehe nicht. Sie hätten Chennas Deckung auffliegen lassen können. Wir waren dort, um ihr zu helfen. Dachte ich mir. Es mag kaltherzig erscheinen, Sie dem ganzen Risiko auszusetzen, aber wir behalten Sie genau im Auge. Müssen Sie für ein paar Informationen wirklich Ihr Leben riskieren? Dieser Job ist nicht leicht und oft unangenehm. Ich nehme jede Hilfe, die ich kriegen kann. Aber da Sie sich solche Sorgen um Ihre Sicherheit machen, vielleicht können wir uns ja gegenseitig helfen. Aha. Denken Sie immer voraus, Detective? Gehört zum Job. Also, helfen Sie mir nun oder nicht? Sie sind schlau, Chalek. Finden Sie einen anderen Weg.
Ich habe mehrere Möglichkeiten. Sie ist nur Option A. In Ordnung. Okay, ich mach sie los. Hole sie sogar aus Koras Nest raus, ohne Gegenleistung. Aber mein Fall ist immer noch ungelöst. Wollen Sie mir nicht helfen? Ich brauche mehr Details, dann helfe ich Ihnen. Ich bin hinter einem illegalen Waffenhersteller her. Ich will nur ein paar Produkte. Dank Jenners Informationen habe ich herausgefunden, dass es einen Verkäufer hier auf der Zitadelle gibt. Sie treffen unseren Mann, Jax mit Namen, holen die Mods und bringen sie her. Damit habe ich alles beisammen. Wo kann ich diesen Jax finden? Jax ist in den unteren Ebenen der Märkte. Ich gebe über unsere Wege durch, dass sie der Käufer sind. Viel Glück, Kommandant. Okay. Hier ist niemand interessant, wie es aussieht. Hey da! Oh. Sie sind nicht von der Zitadell-Sicherheit, oder? Wollten Sie etwas? Was wollten Sie dem Officer vorhin erklären? Mein Partner will mich töten. Und ich dachte, wir wären Freunde. Woher wissen Sie, dass er Sie töten will? Er ist jetzt so anders. Er redet bei der Arbeit nicht mehr mit mir. Und verfolgt mich. Gestern ist er mir bis nach Hause gefolgt. Er weiß nicht, dass ich ihn gesehen habe, aber er wartet nur auf seine Chance. Ist mir egal, was andere denken. Ich weiß, was er vorhat. Er will mich tot sehen. Kann ich irgendwas tun? Mit Ihrem Freund reden vielleicht? Würden Sie das? Mehr will ich nicht. Nur jemand, der mit ihm redet. Er soll mich in Ruhe lassen. Er meint, er kann mich herumschubsen. Aber Sie zeigen's ihm, oder? Sagen Sie mir, wo er ist, und ich suche ihn. Okay. Er wollte mich unten in den Bezirken beim Markt treffen. Er gab vor, er wolle nur reden. Er heißt Korban. Er ist Salarianer. Ich denke nicht, dass er Ihnen Probleme bereiten wird. Er ist nur ein Wissenschaftler. Ich habe schon ein paar gefährliche Wissenschaftler kennengelernt. Ich denke, Sie haben recht. Also viel Glück. Bin gespannt, was er meint. Okay, also bei den Märkten passt da irgendwie. War hier noch was? Nee, was ist hier? Fertigkeit so gering, sehr schön. Auf jeden Fall zu den Märkten. Die Namen schon wieder vergessen? Sehr schön. Ich kann nicht. Ach guck mal, die sind ja sogar markiert. Perfekt. Lass mal mit Jax reden. Stehen bleiben! Das ist nah genug, Soldat. Haben Sie mein Geld? Haben Sie die Mods? Zeig ihm die Ware. Das sieht gut aus. Ist sie auch. Diese Mods sind die besten am Markt. Geben Sie mir jetzt meine Credits. Ich nehme die Waffen. Was zum Teufel haben Sie vor? Tut mir leid, Jax. Das ist Ihr Ende. Dämlicher Soldat. Okay, so viel dazu. Kein Kontakt, Shepard. Dann können wir uns dem zweiten widmen. Ja, Mensch.
Brauchen Sie etwas? Auf Wiedersehen. Ja, in Ordnung. Okay, viel Glück, nicht, Mensch. Wie geht's zu Koras Nest? Oh, du nicht. Wahrscheinlich zu viel Welle gemacht, um mit ihm zu sprechen. So, wen brauche ich denn? Karte Tagebuch. Jana namens Korban. Im Moment sehe ich den nicht. Dann müssen wir wohl erstmal hier raus. Ich gehe jetzt einfach noch mal runter, in der Hoffnung, dass er jetzt wieder da ist. Ansonsten geht es zuerst mal in die Sicherheit zurück und dann wieder hierher. Ja, jetzt ist er da. Sehr schön. Bleiben Sie da stehen. Werfen Sie die Daten rüber, dann können Sie gehen. Was für Daten? Wovon reden Sie? Ich bin nicht gekommen, um Spielchen zu spielen. Mensch, ich werde Sie noch einmal bitten. Geben Sie mir die Daten. Dann können ja Lied und Sie weiterleben. Es gibt keine Daten. Wir haben das, was Sie suchen, nicht. Gut, wie Sie wollen. Männer? Na dann. Tötet sie alle! Oh, man lebt noch vorne. Warten Sie! Ich gebe auf! Ich gebe auf! Bitte töten Sie mich nicht! Warum sollte ich Sie nicht auf der Stelle töten? Warum sind Sie bereit, für diese Daten zu sterben? Ich dachte, das wissen Sie. Er sagte, Sie würden sie liefern. Und was genau sollte ich denn liefern? Die Initialisierungsdaten. Vom Scannen der Keeper. Es ist so, wir haben ein paar Daten von der Arbeit gestohlen, um die Scanner zu bauen. Wir sollten eigentlich zusammenarbeiten. Ich sammle die Daten, er analysiert sie. Was ist daran so Besonderes? Es ist so gut wie unmöglich, die Keeper zu scannen. Und man kann sie nicht fangen oder ihnen Proben entnehmen. Sie zerstören sich einfach selbst. Wir sind seit Jahrhunderten hier und wissen nichts über sie. Verstehen Sie wirklich nicht? Wir waren die Ersten, die sie jemals gescannt haben. Warum wollen Sie Ihren Partner töten? Ich will ihn gar nicht töten. Es war Yalits Job, unsere ersten Resultate zu veröffentlichen. Aber er entschied, die Daten für sich selbst zu behalten. Vielleicht, um sie zu verkaufen. Ich weiß nicht. Also wollen Sie nur wiederhaben, was Yalit gestohlen hat? Wir verloren die Übersicht. Wir wollten diese Gelegenheit einfach nicht verpassen. Aber das ist jetzt egal. Ich möchte am Leben bleiben. Es ist mir egal, ob ich diese Daten jemals wiedersehe. Wie sammeln Sie die Daten über die Keeper? Das ist gar nicht so schwierig. Man muss nur nahe an sie heran und dann einen Scan ausführen. Sie scheinen interessiert. Womöglich genug, um mir zu helfen? Wie kann ich Ihnen helfen? Ich gebe Ihnen meinen Scanner. Wenn Sie einen Keeper sehen, führen Sie einen Scan aus. Diskret, versteht sich. Für jeden neuen Keeper-Scan führt meine Datenbank ein automatisches Update aus.
Und dann führe ich ein Update auf Ihrem Kreditkonto aus. Okay, klar. Wenn es doch wissenschaftlichen Zwecken dient, kann ich ja nicht ablehnen. Sehr gut. Vielleicht können Sie ja auch gleich mit Yalit sprechen. Die Daten, die Sie für mich sammeln, sind wertlos, wenn mir Yalit nicht bei der Analyse hilft. Wenn ich Zeit finde, spreche ich mit ihm. Danke. Und viel Erfolg beim Scannen, Commander. Okay, wir müssen eh zurück zur Sicherheit. Dann passt das, ja. Gespannt, was an den anderen Gebieten noch so wartet. Also von der Zitadelle jetzt. So, welche Richtung war es nochmal? Darüber, glaube ich. Da ist er ja. Wieder hier? Haben Sie Korban gefunden? Sie haben mich angelogen, Yalit. Gelogen? Warum sollte ich lügen? Was ist mit den Daten? Das haben Sie nie zuvor erwähnt. Er hat es Ihnen gesagt? Ich wollte nicht, dass das geschieht. Ich fürchtete, Korban würde mich wegen der Daten umbringen. Daher hoffte ich, Sie würden sich um ihn kümmern. Ich werde die Keeper für Korban scannen, aber sie müssen aufhören zu streiten. Sie helfen uns? Das ist wirklich sehr freundlich. Wenn Korban die ganze Sache vergessen kann, kann ich das auch. Danke für die Hilfe, Commander. Ich muss jetzt gehen und die Daten analysieren. Okay. Was ist denn für eine? Hallo, Commander. Nicht so wichtig. Zu dir kommen wir. Was zum Teufel ist da unten passiert, Commander? Ich mochte ihn nicht. Jax musste sterben. Hier, Ihre Lieferung. Sie setzen mich unter Druck, Commander. Sie finden selbst raus, wenn Sie fertig sind. Oh. Tut mir aber leid. Sind eigentlich da oben hin. Hier war ich noch nie, glaube ich. Sehr interessant. Ach, das sind die Keeper, okay. Na, immerhin habe ich schon mal einen gescannt. Wo wollte ich denn jetzt hin? Ins Flux, glaube ich. Genau, da mit der, was ihre Schwester reden. So. Ich kann nicht glauben, dass das derart öffentlich passieren konnte. Ja, das konnte. Hey, Jenna kam zurück und suchte Arbeit. Danke, dass Sie sie aus Koras Nest geholt haben. Schön, dass ich helfen konnte. Ja, alle scheinen froh zu sein, dass sie zurück ist. Sie scheinen sich nicht so über ihre Rückkehr zu freuen. Ich bin froh, dass sie da raus ist. Ich hatte nur vergessen, wie es ist, sie um mich zu haben. Seit ihrer Rückkehr bekomme ich kaum noch Trinkgeld.
Tja, man kann nicht alles haben, Lady. Danke nochmals für Ihre Hilfe. Hey, schön, hier noch einen Menschen zu sehen. So, mal kurz im Tagebuch gucken. Citadel Keeper scannen. Datenrettung, okay. Was habe ich da also nicht gefunden? Also hier fehlt noch einiges, würde ich sagen. Das haben wir noch nicht rausgefunden. Vermisste Marines. Okay, Ness, Asari-Schriften. Nur so einiges. Mit Anderson treffen. Aber erstmal gucken wir hier nochmal weiter auf der Station. Gibt ja noch ein paar Bezirke, wo ich jetzt noch so gar nicht war. Ich weiß jetzt aber nicht, wo ich hin müsste. Residium, Bezirkszugang, Zitadelle, Botschaft. Okay. Mal kurz umgucken. Da müssen wir hin, Botschafter Morsch. Laufe ich da jetzt hin? Ich würde schon sagen. Mit dem noch quatschen, mal gucken, was dabei rauskommt. Hey, Speck. Hallo, Spectre. Ich möchte Ihnen ein Geschäft vorschlagen. Woher wissen Sie, dass ich ein Spectre bin? So etwas spricht sich herum, zumindest in bestimmten Kreisen. Ich kenne zwei sehr mächtige Gangsterbosse. Sie verstecken sich auf entlegenen Planeten. Und ich habe die Koordinaten. Sie könnten der Galaxie einen Gefallen tun. Ja, wenn sie so übel sind, wie Sie behaupten, muss man sie ausschalten. Ausgezeichnet. Hier sind die Koordinaten. Ich werde am dritten Koordinatenpunkt auf Sie warten, wenn die Männer tot sind. Auf Wiedersehen, Commander. Sehr erfreut, Sie kennengelernt zu haben. Okay, haben wir also noch einen Auftrag für unterwegs? Was sind du für einer? Hallo, Wesen menschlicher Abstammung. Dieser ist begeistert, Sie hier in seinem Emporium begrüßen zu dürfen. Wer sind Sie? Dieser trägt den Namen Dallaninder, aber viele sagen einfach Dallan zu ihm. Bitte lassen Sie sich alle Zeit der Galaxie, um diese exquisiten Waren zu betrachten, die dieser anbietet. Okay. Zeigen Sie mir bitte Ihre Waren. Oh, es ist diesem eine große Ehre, Wesen menschlicher Abstammung. Es wird Sie nicht enttäuschen. Okay, auf jeden Fall ein paar schöne Sachen, würde ich sagen. Aber kann ich mir im Moment nicht leisten. I'm sorry. Wo komme ich denn jetzt auf die andere Seite, verdammt? Okay, da hinten habe ich Kanons entdeckt. Mal eingescannt. Jetzt kommen wir auch hier rüber. Da unten ist noch einer. Jetzt gehen wir auch noch. Mein Büro ist bereits 5-mal umgebaut worden.
So ein langer Weg. Ich habe jetzt den richtigen Weg genommen. Ich kenne Sie doch. Sie sind Commander Shepard, der menschliche Spectre. Kann ich was für Sie tun? Sie sind Nassana, nicht wahr? Ich bin auf Ihre Schwester Dahlia gestoßen und es ging nicht gut aus für Sie. Was? Wollen Sie sagen, dass Sie... Dahlia ist tot, Nassana. Und ich weiß, dass sie sie erpresst hat. Und ich war kurz davor, sie zu manipulieren und auf ihre Spur anzusetzen. Aber das wird jetzt nicht mehr nötig sein, oder? Sie wollten, dass ihre Schwester stirbt? Wenn man herausgefunden hätte, dass meine Schwester eine Kriminelle ist, wäre ich als Sicherheitsrisiko eingestuft worden. Bis zu ihrer Festnahme hätten sie mir meine Sicherheitsbescheinigung weggenommen oder mich in Zwangsurlaub geschickt. Als Zeichen meiner Dankbarkeit werde ich Ihnen eine Kleinigkeit auf Ihr Konto überweisen. Sie werden gewiss zufrieden sein. Sie sind eine aufstrebende Diplomatin. Es könnte für Sie irgendwann nützlich sein, dass Ihnen ein Spectre einen Gefallen schuldet. Sie haben recht. Credits kann jeder aufbringen. Aber ich bin die Einzige, die Sie autorisieren kann, Asari-Mod-Prototypen zu kaufen. Ich sorge dafür, dass Sie auf die Liste der bevorzugten Kunden unseres Herstellers kommen. Sie werden das, was er anzubieten hat, gewiss sehr interessant finden. Okay. Leben Sie wohl, Shepard. Es war mir ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Da bin ich doch dann mal gespannt. Was für ein seltsamer Ort. Wenn nur ein paar mehr Menschen hier wären. Also haben Sie es tatsächlich gemacht. Ich wusste, dass einer von Ihnen eines Tages zum Spectre ernannt würde. Ich kann nur hoffen, dass Sie mehr taugen als der andere, den Sie finden sollen. Ich werde hart daran arbeiten, Saren aufzuhalten. Genau das macht mir ja Sorgen. Kann ich etwas für Sie tun? Nee. Das war's dann. Ich werde dann gehen. Auf Wiedersehen, Commander. Mal schauen, ob hier noch was ist. Ich habe ja so ein Glück, hier einen Job bekommen zu haben. Ein wirklich toller Ort. Da ist ja noch einer. Schön. Freundlich begrüßen. Menschenkommander, eine Freude, Sie zu treffen. Oh, wie süß. Okay, da komme ich nicht rein. Hier ist sonst auch gerade keiner. Naja. Ah, da ist noch einer. Sehr schön. Der Spectre des Erdenclans ist zurückgekehrt, um mit mir zu plaudern. Auf Wiedersehen, Botschafter. Ja. Seien Sie gegrüßt, Mensch. Dies ist leider kein guter Zeitpunkt. Sie scheinen sehr bedrückt zu sein. Kann man Ihnen helfen? Alarmiert nachfragend. Sie haben das gehört, nicht wahr? Es läuft alles falsch. Und schuld daran ist diese Asari-Konsortin. Sie hat die ganze Sache ausgelöst. Wer ist diese Asari-Konsortin? Erstaunt nachfragend. Sie kennen sie nicht. Sie müssen neu auf Zitadell sein. Alle hier kennen Shaira, die Konsortin, betroffen seiend. Ich kann nicht mehr über dieses Problem sprechen. Das alles ist eine Katastrophe. Sie hat meine Autorität als Diplomat korrumpiert.
Wo kann ich die Asari-Konsortin finden? Wegbeschreibung gebend. Sie finden sie auf der anderen Seite der Brücke. Sie können ihre Räumlichkeiten nicht verfehlen. Auf Wiedersehen, Menschen-Commander. Freundlich begrüßend. Es ist mir immer eine Ehre, einem Menschen willkommen zu heißen. Mein Name ist Botschafter Kalen, zu Diensten stehend. Was möge ich heute für Sie tun können? Nichts. Auf Wiedersehen, Botschafter. Aufrichtig. Alles Gute, Menschen-Commander. Na, dann gehe ich mal noch auf die andere Seite der Brücke. Aber war ich nicht schon bei dieser Matriarchin? Mal gerade gucken gehen. So, Gemächer der Konsortin. Die sind, glaube ich, schon, wenn ich das richtig sehe. Dann gehen wir mal da runter. Ja, dich habe ich schon. Oh, da war ich tatsächlich noch nicht. Ich bin häufiger hingegangen, als es noch das Arkos war. Ja, aber seit Fist es übernommen hat, gehe ich da auch nicht mehr. Die besten Lounges werden scheinbar... Nee, darin war ich, glaube ich, tatsächlich willkommen. Noch nicht. Willkommen. Ich bin Elina. Sie sind keiner der für heute eingetragenen Klienten. Soll ich nachsehen, wann die Konsortin Zeit hat, sie zu empfangen? Kann ich nicht einfach reingehen? Leider nicht. Sie müssen verstehen, dass viele die Dienste der Konsortin in Anspruch nehmen. Wenn Sie Ihren Namen hinterlassen, wird sie versuchen, sich mit Ihnen zu treffen. Commander Shepard, ich gehöre zu den Spectres. Großartig! Sie hören dann in ungefähr 3 oder 4 Monaten von uns. Eine so lange Wartezeit ist nicht akzeptabel. Das kann ich nicht beurteilen. Ich notiere Ihren Namen, wir melden uns dann bei Ihnen. Kann ich noch etwas für Sie tun? Was ist eine Konsortin? Welche Dienste bietet sie an? Das ist nicht einfach zu erklären. Sie bietet vielen Leuten Dienste an, individuell auf jeden Einzelnen zugeschnitten. Einige suchen Rat, andere Unterhaltung und andere wiederum reine Entspannung. Meist wissen unsere Klienten nicht einmal, was sie suchen, bis sie es von ihr erhalten haben. Naja. Ich bin hier fertig. Ich hoffe, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen. Es ist uns immer eine Freude. Nelina. Ja, Shaira? Bitte Commander Shepard zu mir hoch. Ich wünsche ihn zu sprechen. Ja, natürlich, Herrin. Also doch keine 4 Monate. Die Konsortin hat ihre Anwesenheit zur Kenntnis genommen. Sie wünscht, sie jetzt zu sehen. Wo finde ich sie? Gehen Sie einfach nach oben. Sie erwartet Sie dort. Willkommen. Das ist mein erstes Mal. Ich hätte... Sie sind bei der Allianz. Mein Bruder ist als Soldat auf der Erde stationiert. So, dann bin ich mal gespannt. Das ist nah genug, Commander. Ich habe seit Ihrer auf Zitadelle viel über Sie gehört. Ich mag es nicht, wenn man mir nachspioniert. Verzeihen Sie, Commander. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, zu wissen, wann wichtige Leute auf der Station eintreffen. Viele von Ihnen werden zu Klienten. Aber deswegen habe ich Sie nicht hergebeten. Ich habe ein Problem, bei dem ich kompetente Hilfe benötige. Vielleicht kann ich helfen.
Ich habe einen Freund, Septimus, einen ehemaligen turianischen General. Ich möchte nicht ins Detail gehen, aber er sah in mir mehr, als mir lieb war. Wir haben uns gestritten. Jetzt betrinkt er sich den ganzen Tag in Koras Nest und erzählt Lügen über mich. Wenn Sie als Soldat mit ihm reden könnten, würde er Ihnen vielleicht zuhören und es dann sein lassen. Was ist zwischen Ihnen vorgefallen? Ich respektiere seine Privatsphäre zu sehr, um ins Detail zu gehen. Wenn er Ihnen erzählen möchte, was passiert ist, so ist das seine Entscheidung. Ich kann nichts versprechen, aber ich werde sehen, was ich tun kann. Danke, Commander. Mehr verlange ich auch nicht. Appellieren Sie an seine Ehre. Zeigen Sie Respekt vor seinem Rang als General. Wenn Sie ihn überzeugen könnten, keine Lügen mehr über mich zu erzählen, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Oh. Nun muss ich Sie bitten zu gehen. Es warten noch viele Klienten auf mich. Okay. Dass ich ein bisschen nervös bin. Das ist verständlich. Viele unserer Klienten. Also nochmal zu Koras Nest. Kann ich nicht fahren? Doch, hier kann ich. Achso, da geht's zu Koras Nest. Habe ich schon wieder vergessen. So, Mission General. Wo bist du? Commander, was wollen Sie? Ich bin in Shairas Auftrag hier. Ihre Lügen tun ihr weh. Gut. Ihre Lügen bringen mich seit Tagen um. Ich habe schon viele schreckliche Dinge gesehen. Und es gibt in der ganzen Galaxis nur eine Frau, die mir helfen kann, sie zu vergessen. Wenn Sie so empfinden, General, warum verbreiten Sie dann Lügen über sie? Weil sie mich abgewiesen hat. Mich, Septimus Oraka, General der Turianischen Flotte. Ist sie das wirklich wert? Es muss doch andere Frauen geben. Ich will aber keine andere Frau. Ich will sie. Und nur sie allein. Hören Sie, ich weiß zu schätzen, was Sie da tun. Aber Sie verschwenden Ihre Zeit. Der Feind darf Ihre Schwäche nicht sehen. Sie wissen das, General. Feinde? Der einzige Ort, an dem ich Frieden fand, war bei ihr. Aber jetzt... Denken Sie, das wäre leicht, sich zusammenzureißen und wie ein General zu benehmen? Es wäre produktiver, als hier herumzusitzen. Vielleicht haben Sie recht, Commander. Shaira ist die Mühe wert, auch wenn sie mich nicht zurückhaben will. Das ist kein Ort für jemanden Ihres Ranges, General. In Ordnung, ich gehe zu ihr. Nachdem ich kalt geduscht habe, ziemlich lange. Sie sind ein kluges Köpfchen. Hätten Sie Interesse, ein paar Credits zu verdienen? Was soll ich für Sie tun? Es gibt da einen Elkor-Diplomaten, der glaubt, Shaira hätte seine Geheimnisse verraten. Warum sollte er so etwas denken? Weil ich es ihm gesagt habe. Sie müssen ihm sagen, wie es wirklich ist. Warum können Sie es ihm nicht selber sagen? Das letzte Mal, als wir uns sahen, habe ich seine Ahnen beleidigt und seine Geheimnisse ausgeplaudert. Nehmen Sie dieses Datenpad. Da steht, wo ich meine Informationen herhabe. Es wird Shaira entlasten und den Elkor überzeugen. Wem bringe ich es und wo ist er? Sein Name ist Xeltan. Er ist ein Elkor-Diplomat. Er ist drüben in der Botschaft und beschwert sich über Shaira. Gut. Auf Soldaten... die wie Soldaten handeln. Danke, Commander. Wissen Sie, Sie würden eines Tages selbst einen guten General abgeben.
Naja, so. Verschwinden Sie. Lassen Sie mich in Ruhe. Dann auch zu den Botschaften. Präsidium Botschaften. Das ist ja doch noch länger, wie ich gedacht habe, eigentlich. Verdammt, Karte will ich. Okay, da ist das. Ah, bei den Jungs. Okay, verstehe. Ach, das war der, wo ich das... okay. Seien Sie gegrüßt, Mensch. Dies ist leider kein guter Zeitpunkt. Ich weiß, wer Ihr Geheimnis verraten hat. Es war ein Turianer namens Septimus. Ungläubig. Ich kenne diesen Septimus. Er kann nichts von meinen Geheimnissen wissen. Er kann nur durch die Asari davon erfahren haben. Wir haben den Beweis. Schauen Sie mal. Verwirrt seiend. Ich kann mir das nicht erklären. Wenn der Turianer das selbst herausgefunden hat, bedeutet dies, dass alle mein Geheimnis herausfinden könnten. Septimus ist ein mächtiger Mann und selbst er hatte Schwierigkeiten, es herauszufinden. Erleichtert sprechend. Ich denke, Sie haben recht, Menschen-Commander. Danke für diese Information. Erschreckte Erkenntnis. Ich muss mit der Konsortin sprechen. Sie wird sehr verärgert über mein Handeln sein. Nervös entschuldigend. Entschuldigen Sie mich, Mensch. Ich muss jetzt gehen. Bis dann. Auf Wiedersehen, Menschen-Commander. Sie haben mir sehr geholfen, Commander. Zustimmend. Sehen Sie denn, nicht alle Menschen sind so, wie Sie behaupten. Okay. Ich bin sicher, dass der Erdling irgendwie Profit aus der Sache schöpft. Verzeihung. Selbst wenn, geht dich das nicht an. So. Dann nochmal zur Konzertin. Wo ich nicht den ganzen Weg rüber zu laufen. Genau. Ja, genau. Es ist schon lange her. Ich kann mich kaum noch erinnern. Warum bist du zur Zitadelle zurückgekehrt und zur Konsortin? So. Ich weiß es nicht genau. Es klingt seltsam, aber es war, als ob ich mir den Ruf folgen musste. Commander. Ich habe gerade eine reizende Nachricht von Septimus erhalten. Danke, dass Sie mit ihm gesprochen haben. Sogar der Elkor-Diplomat hat seine Kampagne gegen mich abgesagt. Es war mir eine Ehre, Ihnen zu helfen. Sie sind sehr freundlich, Commander. Aber Sie sollen mir nicht allein aus Freundlichkeit geholfen. Ich kann Ihnen noch etwas anderes geben, falls Sie Interesse haben. Was möchten Sie mir geben? Mein Geschenk besteht aus Worten. Eine Bestätigung sind und was aus Ihnen wird. Ich erkenne die Traurigkeit in Ihren Augen. Ich lese in Ihnen eine Geschichte voller Leiden, Schmerz und Verlust. Aber diese Geschichte treibt Sie auch vorwärts und macht Sie stark. Diese Stärke hat Sie überleben lassen, als alle anderen sterben mussten. Nur Sie haben überlebt und Sie werden weiter überleben. Das ist es, wer Sie sein könnten, aber nicht, was aus Ihnen wird. Es ist nur die Grundlage für Ihre glorreiche Zukunft.
Denken Sie an diese Worte, wenn Sie einmal zweifeln sollten, Commander. Na dann, danke. Schließen Sie die Augen und entspannen Sie sich, Commander. Okay. Hier, Commander, als Belohnung für Ihre Bemühungen um den Elkor-Botschafter möchte ich Ihnen dieses kleine Schmuckstück schenken. Was ist das? Ein kleines Geheimnis. Ich habe nie erfahren, zu was es gut ist, aber ich fühle, dass jetzt die Zeit gekommen ist, es weiterzugeben. Und jetzt muss ich Sie bitten zu gehen. Ich habe alles für Sie getan, was in meiner Macht stand. Und denken Sie an meine Worte, Commander Shepard. Okay. Sie werden Ihnen Stärke geben. Interessant. Okay, das soll es dann für die Runde gewesen sein. Bei der nächsten werden wir auf jeden Fall die Zitadelle verlassen und mal schauen, was dann auf uns zukommt. Ich bedanke mich fürs Schauen und bis zur nächsten Runde. Bye, bye.